Ich hab euch verfolgt. Ich kann wieder keinen Fragen. Wer hat an der Uhr gelegt? Genau, der Sport hier. Wir sind hier in der Schokoladenfabrik und ich meine, die Welt ist eine Scheibe. So gehen wir vorbei an den Bildern, die entstanden sind in der Zusammenarbeit zwischen Andreas Stocki, so bekannt, und meiner regenfügigen Person. Ja, wie wäre es mit einer Projektion auf die Laurentiuskirche, eine Basilika? Mehr Licht, weniger Medien, mehr persönliche Fragen. Ein Tisch. Naja, ich sehe da ein Ei. Was war zuerst da? Frage der Seite. Ja, irgendwie wurde uns bekannt gegeben. Und das wahrscheinlich doch irgendwie sowas wieder, die der dritte Welt gewonnen hat. Wie waren nochmal die letzten zwei Worte von Johann Wolfram? Mehr Licht. Naja, Zentrum von allem Leben ist eben der Grund des heiligen Laurentius, dessen Hauptleitgedanke war, geben ist seliger, wir nehmen. Gerhard. Und all das kann man eben nicht alleine, weil keine kleine Insel ist. Bilder sind da, man kann sie betrachten. Man kann sie in sich aufnehmen, mitnehmen oder vergeben. Hauptsache, wir geben. Die Einzelheit. Stück für Stück geht zurück auf die Tatsache in Utopia mit Gregor Eisenmann und Pino einfach im Drehkreuz. Der Film ist auffindbar. Wer will, der wird es finden. Wie sagt Pablo Picasso nochmal? Nicht suchen, finden. Ja, finde ich ein bisschen arrogant. Ein bisschen schon. Aber das sind die Bilder. Und so denke ich mir, kann man das Ganze betrachten, wahrnehmen und Anteilnahme pflegen. Und wenn da steht Vorsicht und auch eine Stufe, dann ist es eine tolle Stufe. Viel zu viel Vorsicht. Ne? Ja, und das Leben und der Nebel. And I said to myself, what a wonderful world. There's no singing. Anyway. So, auch abgeflammtes Holz, das immer wieder gut zum fabelhaften gekreuzigten Jesus, den ich persönlich echt sympathisch finde. Aber der ist besser. Geben ist die Liga Vene. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist klar.